Landwirt Fahrbericht. Die neueste Technik im praktischen Einsatz. Case IH ist bekannt für große rote Traktoren. Da gibt es den Puma, den Magnum und den Quadtrac. Europäische Landwirte und Lohnunternehmer fordern aber schon länger ein kompaktes Zugfahrzeug mit mehr Leistung, flink wie der Puma und stark wie der Magnum. Diesen Wunsch hat der Hersteller ernst genommen und eine komplett neue Baureihe entwickelt. Den Optum CVX. Wir haben einer Vorserienmaschine auf den Zahn gefühlt. Der Optum strahlt Selbstbewusstsein aus. Das neue Design sticht sofort ins Auge. Künftig sollen alle neuen Case IH Traktoren diesen Look tragen. Es gibt zwei Modelle mit 270 und 300 PS Nennleistung. Der 6,7 Liter NEF-Motor von FPT arbeitet auch im Puma. Ventile und Zylinderkopf wurden aber dem höheren Verbrennungsdruck angepasst. Schon bei niedriger Drehzahl sorgt der einstufige Turbolader mit variabler Geometrie für hohes Drehmoment und gutes Ansprechverhalten. Die stabilere Konstruktion von Motorblock und Ölwanne ermöglicht ein zulässiges Gesamtgewicht von 16 Tonnen. Bei 11 Tonnen Leergewicht bleibt so genug Spielraum für Anbaugeräte und Ballastierung. Mit 2,15 Meter großen Hinterrädern und knapp 3 Metern Radstand bringt der Optum seine ganze Kraft gut auf den Boden, bleibt dabei aber erstaunlich wendig. Das ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Der Motor erreicht die Abgasvorschriften der Stufe 4. Wie bisher setzt Case IH ausschließlich auf die SCR-Technik. 630 Liter Diesel und 96 Liter AdBlue reichen für lange Arbeitstage. Der Optum fährt stufenlos. Das bekannte leistungsverzweigte Getriebe mit Doppelkupplungstechnik wird im belgischen CNH-Werk Antwerpen gebaut. Es ermöglicht Geschwindigkeiten von langsamen 30 Metern bis hinauf zu schnellen 50 Kilometern pro Stunde. Für hohen Fahrkomfort und Stabilität sorgt die serienmäßige Vorderachsfederung. Die Achse selbst stammt von den kleinen Magnum-Modellen. Das optionale ABS bringt mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Neben einer Vierfach-Zapfwelle im Heck gibt es jetzt auch auf Wunsch eine Front-Zapfwelle mit zwei Drehzahlen. Auch bei der Hydraulikleistung hat Case IH aufgerüstet. Bis zu 220 Liter pro Minute Förderleistung und eine durchgehende Hubkraft von 10,3 Tonnen im Heck können sich sehen lassen. Wenig Überraschungen gibt es am Arbeitsplatz. Die gefederte Kabine und das Bedienkonzept stammen vom Puma. Für hohen Fahrkomfort sorgen verschiedene Premium-Sitze von Grammer. Die Elektronik spielt alle Stücke. Vorgewendemanagement, automatische Spurführung, Telematik und ISOBUS 3 – da bleiben keine Wünsche offen. Gebaut wird der Optum im österreichischen CNH-Werk St. Valentin. Dort sollen ab Ende des Jahres auch die ersten Serienmaschinen vom Band laufen. Leider konnte uns Case IH noch keine Preise nennen. Wer sich die neuen Traktoren live anschauen möchte, der sollte im November zur Agritechnica nach Hannover kommen. Dort wird Case IH den Optum erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Unseren ausführlichen Fahrbericht gibt's in der Landwirt-Ausgabe 18/2015. Weitere Videos über Traktoren und Erntemaschinen von Case IH findet ihr auf landwirt.com und auf YouTube. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal.